Geschätzter Umsatz, letzte 28 Tage. Wie liegen unsere YouTube-Aufnahmen? Hier soll doch irgendwo Hagen arbeiten. Herein. Ah, ihr seid es. Kommt doch herein und nehmt Platz. Papa erzählt euch jetzt, was er beruflich macht. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben bezüglich dieses Themas, beziehungsweise eines ähnlichen Themas, ja schon am vergangenen Samstag was hochgeladen. Das Video ist so ein bisschen unter Zeitdruck entstanden. Ich habe es mir dann nach dem Hochladen erst komplett angesehen und habe irgendwie so für mich das nicht mehr gefühlt. Es kam irgendwie so eine andere Message rüber, als die ich eigentlich rüberbringen würde. Ist auch kein Wunder, ich habe einen ziemlich wirren Kopf und ich habe versucht, zum aktuellen Zeitpunkt die Gedanken, die ich zu einem früheren Zeitpunkt hatte, irgendwie nochmal darzustellen, um die jeweiligen Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Und dabei erstens, wie gesagt, festgestellt, dass es falsch rüberkommt und zweitens festgestellt, dass es absolut nicht nötig ist, sondern ich möchte euch einfach jetzt mal an dieser Stelle aufklären, damit diese Fragen nicht ständig, also das ist wirklich in den letzten zwei Jahren irgendwie so die meistgestellte Frage gewesen, was machst du beruflich, wie kannst du dir die Autos leisten und pipapo. Und darauf möchten wir jetzt einfach mal eingehen. Deswegen fange ich mal an. Nach meiner Schulzeit am besten, es war irgendwie so, ich habe das so mitbekommen von zu Hause, ne? Abitur, am besten gleich Studium, irgendwie die Karriere leider hochkrabbeln und so. Das war das, woran ich geglaubt habe. Deswegen habe ich, was auch für mich zum Beispiel gar keine Frage, ob ich Abi mache oder nicht, obwohl ich in der Schule nie so wirklich einen Sinn gesehen habe, weil jeder den gleichen Kram lernt und niemand auf seine individuellen Bedürfnisse hinauf angepasst wird. Und das, was man lernt, ganz ehrlich, das könnte man in einem sinnvollen Rahmen, wenn man, gut, müssen wir, am Schulsystem wollen wir jetzt nicht rumkritisieren, ja? Wir fangen wieder an wie letztes Video. Ich habe einen Abischnitt von 2,1, habe dann zum Zeitpunkt des Abis überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich überhaupt, in welche Richtung ich mich beruflich entwickeln will. Habe dann erstmal das Naheliegendste gemacht für mich zu dem Zeitpunkt, mich damals schon sehr stark beschäftigt habe mit Motorrädern und Autos. Ich bin von 9 bis 11 Jahren Motocross gefahren, wusste seit dann schon, ich will mit 15 direkt Mofa haben. Habe mit 13 oder 14 dann mir eine Honda DAX geholt. Die habe ich übrigens immer noch, Leute. Und die werde ich euch irgendwann auch mal zeigen. Die steht in der Firma hinten in einem Kabuff. Ganz, ganz wildes Ding auch. Komplett neu aufgebaut, 125er Motor. Also die hatte ich erst als Mofa, dann als 125er. Ganz wildes Ding, Leute. Aber kommen wir in einem anderen Thema, in einem Video zu. So, wo war ich? Ich quatsch schon wieder zu viel, Leute. Hab Automobilkaufmann gelernt nach dem Abi. Da habe ich schon öfter darüber gesprochen, auch in Livestreams und so weiter. Ihr habt mich gefragt, kann ich das weiterempfehlen? Und da habe ich gesagt, das ist eine Frage, die ich nicht pauschal beantworten kann. Das ist immer einzelfallabhängig. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr machen wollt nach der Schule und irgendwie euch für Autos halt extrem interessiert, dann Kfz oder Automobilkaufmann sind jetzt keine komplett verkehrten Berufe. Letzten Endes muss es immer sowieso nur als Ausgangsbasis für weitere Spezialisierung oder Weiterbildungen gesehen werden, meiner Meinung nach. Ja, deswegen kann ich das so pauschal nicht beantworten. Nach der Ausbildung bin ich nach Rostock gezogen, zum Entsetzen aller meiner damaligen Bekannten in Hamburg, weil Rostock und Osten und unangenehme Menschen, das waren so die krassen Vorurteile, die hier in Hamburg am Start waren. Aber mir hat Rostock richtig gut gefallen als Stadt und vor allem auch als Studentenstadt. Sehr, sehr klein im Vergleich zu Hamburg, ein Zehntel der Einwohner. Super Infrastruktur, tolle Uni, Mensa, Bibliothek, Vorlesungssäle, alles mega am Start. Auch die Menschen dort auf jeden Fall, die ich kennengelernt habe, sind super freundlich gewesen. Trotz der kleinen Größe als Studentenstadt sehr interessant, weil du wirklich von Dienstag bis Samstag jede Nacht bis 5 Uhr nachts feiern konntest. Das war Dienstag ST, Mittwoch Keller, Donnerstag LT, Freitag, Samstag irgendwie alles offen. Also wenn ich mich recht entsinne, kann ich eben weiterempfehlen. Also Rostock als Studentenstadt, super geil, 10 von 10. Was habe ich studiert? Wirtschaftsingenieurwesen. Habe ich Fachrichtung Maschinenbau. Ja, bin auch super gut angekommen. So die ersten zwei Semester gleich richtig coole Leute kennengelernt. Grüße an dieser Stelle nochmal an Finn, Fabi, Gernot, die ganze Crew. Mir mega viel Spaß gemacht mit euch. Im dritten Semester, so langsam, vielleicht schon Ende zweites, habe ich dann aber meine damalige Freundin kennengelernt. Die hat in Hamburg gewohnt und zur gleichen Zeit auch die Truppe um HWK. Beziehungsweise, ja, HWK, das war so die Gründungszeit von HWK dann 2014. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich mein
Sozialleben in Rostock vernachlässigt habe, spielt in diesem Video auch keine Rolle. Ja, Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert, nachdem ich die Studienberatung natürlich auch gemacht habe und so weiter. Auch ein interessantes Studium gewesen. Kann sich jeder, der sich dafür interessiert, natürlich selber darüber informieren. Und habe während des Studiums Industriepraktika gemacht. Einmal in einem Zahnradwerk bei Hamburg, also quasi Industrieproduktion. Und einmal in einem Ingenieurbüro in Rostock. Ja, nach der Ausbildung, die Ausbildung war schon so, jeden Morgen aufstehen um die gleiche Uhrzeit. Teilweise, ne, ist natürlich in jeder Ausbildung so, halt sehr monotone Arbeiten am Schreibtisch. Klar, das Anforderungsniveau und ein bisschen auch, ist interessanter geworden in den Industriepraktika. Aber ich habe es trotzdem nicht gefühlt. So dieses, ich will damit jetzt auch also versteht das bitte nicht falsch, Leute. Dieses um 7 Uhr morgens aufstehen, jeden Tag die gleiche Uhrzeit in der Firma sein, den gleichen Feierabend haben, Projekte für die Firma zu bearbeiten und jeden Monat am Ende des Monats selber das gleiche Geld sozusagen zu haben. Das ist was für viele sehr sinnvoll und auch gut ist, weil du letzten Endes dich auf deine eigene Lebensplanung verlassen kannst, sozusagen safe bist. Ne? Aber für mich war das nie der Weg, was mich irgendwie gereizt oder erfüllt hat, Erfolg daran zu haben, einen möglichst hohen Bildungsabschluss zu erzielen und mich dann irgendwo in einer großen, möglichst großen Firma mit möglichst sicherer Zukunftsaussicht auf der Karriereleiter hochzuarbeiten. Das war nie so mein Ziel, sondern ich habe immer schon den Traum gehabt oder die Idee gehabt, selber komplett selbstständig zu arbeiten. Ich habe während des Studiums eine Instagram-Seite aufgebaut, die hieß damals Legalize Wheelies, werden sicherlich viele von euch auch noch kennen. Das Konzept damals war, Stuntbilder, also quasi aus der Stunt-Szene hochqualitative Bilder, die wichtigen Leute, die aktuellen Leute auch aus der Szene zu tracken, zu verfolgen, die besten Bilder zusammenzusammeln und auf einer Seite hochzuladen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Jahr 40.000, 45.000 Follower gehabt. Das war 2015, Leute, also way back, 5 Jahre eigentlich nur. Aber damals waren 50.000 Follower noch eine ganz andere Hausnummer als heute. Hat so gut funktioniert und habe eben über diesen Kanal Merchandise-Produkte verkauft. Habe damit deutlich mehr Geld verdient als andere, zum Beispiel im Studentenjob, mit denen sie 15, 20 Wochenstunden hatten. Und ich habe halt das abends zu Hause chillig von meiner Couch gemacht. Das war so das, wo ich dann auch irgendwo gesehen habe, okay, wo ich mich so ein bisschen bestätigt gesehen habe in meiner Weltsicht, sage ich mal, was mir so ein bisschen Bock auf mehr gemacht hat. Außerdem habe ich über Kleinanzeigen die ein oder andere Supermoto mal gekauft, verkauft. Das war alles noch lange, lange vor YouTube-Zeiten, Freunde. Nachdem ich dann die letzte Prüfung in Rostock abgeschlossen hatte, bin ich nach Hamburg gezogen und habe erstmal angefangen zu arbeiten, weil ich wusste, okay, die Bachelorarbeit willst du jetzt mindestens noch ein Semester schieben und jeder muss irgendwie essen und trinken. Habe dann eine Arbeit gefunden als Gebrauchtwagenzukäufer im Autohaus. Das heißt, ich habe erstmal ganz wild den Privatmarkt bearbeitet, also wirklich aktiv in den Suchportalen und so weiter nach Autos geschaut. Jetzt wird das fast wieder so ein langes Video, ne? Okay. Kontakte aufgebaut zu ausländischen Autovermietungen, mich auf Auktionsportalen angemeldet, überall Ware bezogen, so geguckt, was geht nicht. Habe das ein Jahr lang gemacht, parallel zum Ende hin meine Bachelorarbeit geschrieben. Und Leute, eins sage ich euch, wenn ihr ein Studium quasi halb durch habt und dann wisst, okay, das ist nicht das, worauf ihr direkt danach aufbauen wollt, das dann trotzdem durchzuziehen, ist auf jeden Fall eine Hausnummer, war ich dann dementsprechend auch mega froh, dass ich es trotzdem gemacht habe, weil jetzt habe ich sozusagen zumindest mal einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen safe in der Tasche, kann, wenn alle Stricke reißen, darauf immer noch zurückgreifen. Nach dem Bachelorabschluss habe ich auch beim Autohaus gekündigt und mich selbstständig gemacht. Hatte ich sehr großes Glück, dass das in Kooperation mit dem Autohaus trotzdem noch weiterläuft. Also ich mache quasi jetzt Gebrauchtwagenvermittlung auf freiberuflicher Basis immer noch für das Autohaus. Was mir die Möglichkeit gegeben hat, Leute, und das ist eigentlich so rückblickend, ist es halt ein kompletter All-In gewesen. Ich habe das Studium fertig gehabt, habe den Job gekündigt. Das, was ich safe hatte an Einkommen, war sehr, sehr, sehr überschaubar. Ich hatte ja die Möglichkeit, durch den Bachelorabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen mir irgendeinen nicen Trainee-Abschluss zu angeln, weil die Absolventen sind eigentlich schon sehr gefragt. Habe es aber nicht gemacht, weil ich durch die Praktika, durch meine Ausbildung, durch das Jahr im Autohaus als Festangestellter einfach gemerkt habe, das ist nicht mein Weg, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Und selbst wenn ich mega erfolgreich werde auf diese Art und Weise beruflich, das ist nicht das, was mich glücklich macht.
Ich wusste aber auch nicht, was ich machen soll, um erfolgreich zu sein und glücklich. Also habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ich mache einfach das, wovon ich weiß, dass es mich glücklich macht. Meine Lebensunterhaltskosten, Leute, kann ich euch nicht erzählen. Ich habe in einem 20 Quadratmeter Keller gewohnt, wo es, also so Souterrain, wo es so kleine Fenster gab, die schwarz abgeklebt waren, damit die Leute, die draußen vorbeigehen, nicht reingucken können. Ich habe nichts an Unterhaltskosten gehabt, außer das, was halt so meine Leidenschaft waren, Autos und Motorräder. Habe quasi von Brot und Wasser gelebt und alles, was ich so hatte, in meine Ideen und Vorstellungen gesetzt, auf produktive Art und Weise. Daraus ist dann auch mein YouTube-Kanal entstanden, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist doch eigentlich das Geilste, was du machen kannst. Das ist das, woran du Spaß hast, was du sowieso schon machst über den Hamukuli-Kids-Kanal. Kannst du dich aber noch darüber hinaus in eine andere Richtung weiterentwickeln und einfach die Ideen, die du so ohnehin im Kopf hast und was die ganzen Spinnereien, so ganz viele Sachen von denen, die man jetzt auf dem YouTube-Kanal sieht, sind ja Sachen so, es wird, denkt jeder mal drüber nach, aber würde ja keiner machen. So, und ich habe einfach die Möglichkeit genutzt, die Hirngespinste, die ich so im Kopf hatte, einfach durchzuziehen, darzustellen, auf unterhaltsame Art und Weise. Ihr glaubt auch gar nicht mehr, wie viele Leute man sich dadurch austauscht. Wie viele Leute auf einen zukommen und sagen, ey, ich finde das cool, was du machst. Und wie viele Gespräche entstehen, wie viele Freundschaften, Bekanntschaften dadurch entstehen. Es ist ja immer noch eine Social Network? Soziale Medien, so heißt ja nicht ohne Grund so. Man ist ja nicht reiner Produzent und haut das raus, um irgendwie mit dem Endziel, dass man irgendwie einen riesen YouTube-Kanal hat und damit fett die Kohle verdient. Das war ja nie das Endziel, sondern das Endziel war einfach, den Lifestyle zu leben und sich zu ermöglichen, den man halt führen will, so. Weil das meine Quintessenz für Glück ist. Aber jetzt fange ich schon wieder an mit den Spinnereien, Freunde. Parallel habe ich gesagt, die ganze Merchandise-Geschichte hat ja schon während des Studiums angefangen. Da habe ich dann, auch weil wir für HWK natürlich extreme Nachfrage hatten im Merchandise-Bereich, hatte ich erstmals irgendwann, auch keine Ahnung, 2017 einen Online-Shop gebaut, wo wir das allerdings alles noch selber produziert hatten. Also es war dann bei meinen Eltern im Keller, hatten wir dann Lager mit Klamotten und haben den Kram immer selber verschickt. Das war super anstrengend, weil man auch immer so, man hatte dann keinen Drucker und man hatte diese Etiketten nicht und das war alles irgendwie so kompliziert und muss man sich halt erst reinfuchsen. Das hat sich auch alles weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir einen anderen Online-Shop, der auch, läuft auch alles über Milch Bike Life Supply. Die ganze Produktion ist halt outgesourced. Ich sehe die Ware quasi gar nicht mehr. Ich habe die Warenbestände, die ich online überwachen kann. Ich bestelle dann Ware, bestelle vom Supplier, gehen sie direkt zur Druckerei. Von der Druckerei werden sie direkt zum Fulfillment Center geschickt. Das heißt, wir haben quasi eine externe Firma, wo das Zeug lagert, die Sachen einpacken, verschicken, sich drum kümmern. Der Warenbestand wird elektronisch übertragen, zumindest sollte er das. Da gibt es auch das ein oder andere Problem mit dem ganzen Shop, Leute. Deswegen bin ich da jetzt auch schon wieder komplett am Umdisponieren. Neue Website, neuen Druckerei, neues Fulfillment, weil das alles nicht so funktioniert. An dieser Stelle auch mal fettes Sorry für die 2, 3, 4% der Bestellungen, bei denen es teilweise echt scheiße läuft, weil der Warenbestand nicht richtig übertragen wird, weil dies und das ist halt alles nicht so leicht, Freunde. Jedenfalls, das ist natürlich auch was, wo nebenbei so ein bisschen Kohle mit reinkommt. Der Online-Shop, Merchandise und so weiter. Neben dem Autokram, der normalerweise auch läuft, ich komme gleich auch nochmal auf die Corona-Situation zu sprechen, die natürlich auch uns jetzt hier gerade aktuell sehr beeinträchtigt. Zack, 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 wo waren wir? Ja, mittlerweile YouTube ist ja auch super, also weit über meinen Erwartungen hinaus läuft der Kanal echt gut, dass ich mich überhaupt nicht beschweren kann. Ich bin super zufrieden mit dem, wie es quasi zahlenmäßig läuft. Noch viel mehr darüber glücklich, wie es so von eurer Seite aus läuft, dass man viele Leute unterhalten kann, dass man mit vielen Leuten in Kontakt kommt und dass man das machen kann, worauf man Bock hat. Dann kam es letztens spontan dazu, eigentlich, als ich bei Jan war in der Werkstatt, für die es nicht kennen. Stecher Motorradtechnik hat ja auch jetzt seit einiger Zeit einen YouTube-Kanal. Da habe ich so ein bisschen auch bei der Entstehung mitgewirkt und habe jetzt quasi das volle Mandat da. Also ich produziere die Videos, ich entwickle mit Ideen und so weiter. Und das war so irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein eigener YouTube-Kanal, der mittlerweile sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe, gut, die letzten Wochen hat es wieder nicht funktioniert, aber eigentlich 4 Videos die Woche habe ich, glaube ich, 2, 3 Monate durchgezogen. Der Shop, die Autozukäufe, jetzt auch noch die komplette Betreuung von Stecher. Wir machen da auch
zwei Videos die Woche, wobei wir eigentlich so um die drei Videos die Woche produzieren. Und das ist dann irgendwann so ein Arbeitslevel gewesen. Also ich sag mal, ich bin jetzt so ungefähr bei 60 Stunden die Woche, wo ich dann gesagt habe, okay, also jetzt, nachdem ich gesagt habe, es wurde ein bisschen viel, die gute Pia zum 1.4. auch Teilzeit, was heißt Teilzeit, 30 Stunden, ne? 30 Stunden angestellt habe. Das heißt, Pia und ich arbeiten jetzt zusammen, was mich super glücklich macht. Manchmal auch ein bisschen nervig ist, weil die Alte länger als eine Stunde um einen rum zu haben. Puh! Anstrengend. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, und jetzt befinden wir uns hier gerade in meinem bzw. unserem neuen Büro. Haben wir jetzt auch erst letztes Wochenende eingeräumt. Ne? Also wir zeigen euch das mal. Pia hat es gerade schon super demonstriert. Als Kunde kommt man hier rein. Quasi, wenn man ein Auto verkaufen will, sitze ich dann hier so schön. Pia, setz dich mal hin. Du ziehst die Schuhe aus. Zieh deine Schuhe an hier. Nee, andersrum eigentlich. Bin ich heute mal Chef? Ja, du bist heute Chef. Sag mal hallo. Hallo. Setz dich doch gern zu mir. Ja, ich würde gerne mein Auto verkaufen. Ja, danke. Und dann, das ist mein normaler Schreibtisch, weil wir sitzen uns ja normalerweise gegenüber. Ab hier. Und da drüben sitzt Pia. Pia hat momentan noch den guten PC. Das ist mein alter Laptop. Das ist der aktuelle Dell G7 RTX 2060 8750 i8. Oder E7. Also mein Schmuckstück hier. Bin ich ein bisschen stolz drauf, Freunde. Und das ist meine alte Krücke. Werd mal, ist eigentlich schon überfällig jetzt, weil ne, mit Stecker und meinen parallel müssen wir eigentlich auch mal schneiden. Auf dem alten kann man gar nicht schneiden. Ich gehe mal viel zu sehr ins Detail, Freunde. Ich weiß nicht, was euch interessiert. Vielleicht noch mein neuer HP Office Jet Pro 9010 Drucker. Tatsächlich auch, aber also wie doll hat er den Drucker gefeiert? Leute, ihr wisst gar nicht, er hat den Karton aufgemacht und hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn lange nicht mehr so glücklich gesehen, wirklich. Ich kenne wirklich Drucken halt nur so von früher, irgendwie mit Kabel und dann verbindet sich das nicht. Dann musst du irgendwie einen Treiber installieren und das geht alles nicht. Und da original WLAN, zack, zick, ich kann sogar vom Handy drucken, also absolut wild scannen, alles. Ich habe da noch nie einen Scanner in meinem Leben. Ja, das hier ist ein Regal, da sind Ordner und so drin. Das hier ist die Garderobe, wo Pia nicht ihre Sachen aufhängt, sondern sie immer nur hier hinschmeißt. Hier arbeiten wir so, wenn wir nicht gerade bei Stecher sind, ne? Wo wir auch sehr viel sind, weil Jan, mein Lieber, du musst echt dein Zeitmanagement in den Griff kriegen. Da sitzt du den ganzen Tag und kriegst ein Video zustande, weil der Typ immer am Telefon hängt. So, ich freue mich, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit. Wir leaken mal eben unsere YouTube-Einnahmen, oder? Vom letzten Monat. Oh, gucken wir mal rein. So, da kann man nämlich aufs Thema Virus zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort hier aussprechen darf, ohne dass die Monetarisierung eingeschränkt wird. Ja, das Erste, was weggebrochen ist, war der gesamte Autozukauf, weil das Autohaus gesagt hat, so, no. Wir haben den Verkauf aktuell geschlossen, beziehungsweise nur kontaktlos und das dämmt das Geschäft natürlich extrem ein. Aktuell keinen Zukauf zu betreiben, das heißt, das fällt komplett weg. Jetzt habe ich meinen Pin geleakt, aber wen juckt, hier ist aktuell ein Stecker-Video gerade online. Und ich würde sagen, hier gehen wir direkt mal rein in die YouTube-Stats. Weil YouTube kam als nächstes, Freunde. Geschätzter Umsatz, letzte 28 Tage, 1857 Euro für 1 Million Klicks. Das ist ungefähr die Hälfte, was man letzten November noch, also November habe ich das erste Mal richtig quasi Geld verdient mit YouTube. Und das ist so die Hälfte jetzt davon, was man damals für 1 Million Klicks bekommen hätte. Weil gerade in den letzten Tagen hat es echt unnormal abgenommen. Wir haben hier teilweise, erstmal schwer jetzt hier zu sehen, aber zum Beispiel am 31.03. das Lackiervideo, zum Beispiel Lackieren, auch je technischer wird, desto höher ist eigentlich immer so der CPM. Wir haben für 89.000 Klicks bekommen 128 Euro. Gut, das ist gar nicht so wenig. Dann haben wir hier bekommen LTV zum Low-Budget-Offroad-Wohnmobil, 59.000 Klicks, 69 Euro. Und das sind so, okay, für einige Leute kann es, mag es jetzt mega viel klingen, wenn man nicht weiß, was für ein Arbeitsaufwand hinter so einem Video steckt. Für viele ist es ja nur Gepfusche und hat, aber gut, schon wieder ein anderes Thema, Digga. Oder für viele sind auch diese 1.800 Euro vielleicht viel, aber spätestens, wenn man überlegt, okay, dass die anderen Einkommen, die anderen Standbeine, die ich habe, so, das sind ja, muss ich ja sagen, das ist ja sehr aufgesplittet eigentlich, brechen aber alle nacheinander weg und letzten Endes hast du dann 1.800 Euro brutto, müsst ihr auch wissen, ne? Das ist ja alles vor Steuer. Und jetzt habe ich Pia fest angestellt zum 1.4. Natürlich, Pia, du hast auch Probezeit, ne? Ich kann dir auch direkt wieder rausschmeißen. 2 Jahre, Leute. 2 Jahre?
Ja, aber könnt ihr euch sicherlich selber vorstellen, damit kommt man nicht so weit. Natürlich habe ich so ein bisschen was beiseite gelegt und habe ja auch ein paar Fahrzeuge und so weiter. Notfalls könnte man irgendwas verkaufen. Also wenn man jetzt sagt, 2-3 Monate geht das so, dann würde ich das schon irgendwie überleben. Aber schön ist es wirklich nicht. Dazu kommen natürlich, muss man auch sagen, teilweise mal irgendwelche Kooperationen, die man so hat. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Werbung macht in einem Video, dann bekommt man nicht ein Produkt gestellt oder mal 100 oder 200 Euro, sondern bekommt man auch schon ein bisschen Geld für bei meinen Klickzahlen. Aber es jetzt, hatte ich jetzt auch noch nicht so oft. Ne? Also hatten wir auch noch nicht so oft. Das jetzt nur mal so, damit ihr einen groben Einblick darüber bekommt, was wir hier so machen. Also wie gesagt, ich sage extra wir, Pia und ich. Pia ist hauptsächlich eigentlich zurzeit bei Stecher in meiner Werkstatt, übernimmt da den kompletten, das Filmen, das Schneiden der Videos und so weiter. Filmt natürlich auch für mich. Sowas wie zum Beispiel Kundenanfragen im Shop ist Pia auch mal dabei und so weiter. Also sie hat schon ganz gut zu tun, ne? So, und ich habe auch trotzdem noch sehr viel zu tun. Und ja, momentan ist es halt sehr viel Arbeit für wenig Outcome. Aber wenn ich mal so die Entwicklung das letzte Jahr über betrachte, bin ich schon relativ zuversichtlich, dass in 1 oder 2 Jahren man dann noch ein bisschen besser dasteht. Also Freunde, jetzt ist gerade Dima hier, der bespricht mit mir den neuen Online-Shop, den holen wir noch kurz dazu. Dimitri! Komm, stell rein! Dankeschön, achso. Ja, das ist der Homeboy hier. Achso. Dimitri. Mit seinem wunderschönen roséfarbenen iPad Air. iPad Air wahrscheinlich. Ja, und wir MacBook, aber okay. Besprechen jetzt so ein bisschen den neuen Online-Shop. Freunde, wenn ihr Fragen habt, ich versuche alle zu beantworten in den Kommentaren. Genießt das Wetter draußen in den nächsten Tagen. Wir versuchen jetzt die Corvette fertig zu bekommen, dass wir vielleicht sogar Donnerstag das Video droppen können dazu. Leute, rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.